Ahoi Freunde, herzlich willkommen im Jahr 2015. Das neue Jahr hat begonnen und ich wünsche euch auch ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und eine noch schönere und spannende Nacht. War ja wieder mal einiges los dieses Jahr. Und ja, jetzt hat aber das neue Jahr 2015 dann doch begonnen und das Wetter ist da jetzt alles andere als rosig. Ja, ich bin ja zum Glück nicht abergläubisch, insofern passt das schon, ne? So. Ja, und kaum hat das Jahr begonnen, habe ich auch schon direkt wieder ein paar Informationen für euch, was so die Planung angeht. Denn ja, die nächsten Projektplanungen stehen so langsam aber sicher an. Crysis 2 und Dungeon Keeper 2 gehen langsam aber sicher dem Ende zu. Dungeon Keeper werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger sitzen. Da muss ich mal gucken, wie sich das dann noch alles verhält, wie lange wir für die letzten Missionen brauchen. Ein paar sind es ja noch. Muss ich noch ein bisschen noch ein bisschen was nachspielen für die Extra-Level. Aber das wird wahrscheinlich alles nicht fließend sein. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich trotzdem laufen jetzt natürlich schon die neuen Überlegungen und da habt ihr jetzt definitiv mal wieder ein Mitspracherecht, wie sonst auch. Und zwar. Ja, zunächst einmal den Ego-Shooter-Bereich. Dort läuft Crysis 2 so langsam aus. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich direkt mit Crysis 3 weitermachen soll und die Reihe beenden soll. Oder ob ich Alien Isolation noch zwischen reinschiebe. Auf beide Spiele habe ich ungefähr gleich viel Bock. Meine Tendenz geht allerdings in Richtung Crysis 3, weil das ein ursprünglicher Abonnentenwunsch war. Und ich, denjenigen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, müsste ich gucken. Ich will ihn jetzt nicht noch länger warten lassen. Und insofern tendiere ich da schon in Richtung Crysis 3. Dann haben wir die Reihe auch durch, sozusagen. Ja, aber ihr könnt da gerne nochmal mitreden, ob ihr trotzdem, ob ich Alien Isolation vorschieben soll. Was sich natürlich jetzt in der dunklen Jahreszeit anbietet. Ein Horrorspiel noch und nöcher. Ich habe bis jetzt nur ein paar Szenen gesehen, das hat mir aber schon gereicht, um mir tierisch Lust drauf zu machen. Also, ja, entscheidet einfach mit. Worauf hättet ihr jetzt mehr Lust? Crysis 3 oder Alien Isolation? Schreibt es in die Kommentare rein. Und dann schaue ich mal. Hilft mir halt immer, wenn ihr mitsprecht. Habe ich eine Tendenz, macht das alles etwas einfacher. Dann haben wir den Strategiebereich. Dort, wie gesagt, Dungeon Keeper 2 geht auch langsam, aber sicher dem Ende zu. Ein paar Folgen haben wir noch vor uns. Ich schätze jetzt mal aus dem Stegreif von der regulären Kampagne, die im Moment läuft, 15 bis 20 Folgen, je nachdem. Also es ist schon noch ein bisschen was. Aber man weiß es auch andererseits nicht. Wie gesagt, also wie ich schon öfter erwähnt habe, auch in Dungeon Keeper, obwohl ich das Spiel kenne, ich kann mich kaum an die Level erinnern, die jetzt noch kommen, weil ich es einfach ewig nicht mehr gespielt habe. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt noch kürzere Level kommen oder ob die jetzt alle einfach länger werden. Keinen Schimmer. Müssen wir dann einfach mal abwarten, wenn es soweit ist. Trotzdem auch hier schon mal die Überlegungen am Laufen. Und zwar habe ich auch da zwei Kandidaten, die ich gerne anfügen würde. Und zwar ist das entweder Tom Clancy's End War oder StarCraft. Und zwar bei StarCraft die komplette Reihe, das heißt der erste Teil plus die Ergänzung StarCraft Brood War und dann alle drei Teile von StarCraft 2. Und ja, auch da dürft ihr gerne mitreden, worauf ihr da jetzt eher Lust hättet, eher StarCraft oder eher End War. Das aber auf jeden Fall die beiden heißesten Kandidaten im Strategiesektor. Und es gibt jetzt auch endlich Neuigkeiten im Let's Play Together-Bereich, und zwar Europa Universalis 4. Das war ja vor einem Monat alles noch sehr vage, sehr offen, weil der Multiplayer bei Europa Universalis etwas gesponnen hat. Inzwischen wurde das Problem aber behoben. Extended Timeline funktioniert wieder einwandfrei im Multiplayer. Und deswegen wird da in Kürze das Let's Play Together starten. Was heißt in Kürze? Hoffentlich noch diesen Monat im Januar.
Spätestens aber im Februar. Und zwar hängt das so ein bisschen vom Zuckerrohr mit ab. Der kriegt nämlich jetzt schnelleres Internet und auch stabileres. Dann wird er auch nicht mehr gedrosselt und der ganze Rotz, das ist dann endlich mal vorbei. Und da lässt sich dann wesentlich angenehmer und einfacher spielen, weil Zuckerrohr ist natürlich fester Part des EU-Let's Play-Togethers. Ebenfalls mit dabei sein wird höchstwahrscheinlich Rustis Gameplay-Showroom und hoffentlich, das steht aber noch nicht hundertprozentig fest, auch LP Schalbert, auch er ist inzwischen im Besitz von Europa Universalis 4, hat Spaß dran gefunden. Und ja, deswegen hoffen wir, dass er dann ebenfalls beim LPT mit dabei sein wird. Wie gesagt, der Start hoffentlich noch im Januar. Das müssen wir dann jetzt mal absprechen in der Gruppe, wie das dann hinhaut, auch zeitlich. Und allerspätestens aber Anfang Februar, wenn der Andi sein Internet hat. Weitere Informationen zu den geplanten Projekten, insbesondere aber natürlich zum Europa Universalis 4 Let's Play Together, findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Dort ist alles aufgeführt, was aktuell ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeichenbegrenzung verschärft wurde. Deswegen kann ich leider keinen Planungsbereich mehr richtig einstellen. Ich muss mal gucken, ob ich das eventuell ein bisschen anders zusammenpuzzle, dass das dann vielleicht doch reinpasst. Im Moment findet ihr da die Informationen zu aktuellen Projekten und ja eben zum noch abgebrochenen Projekt Europa Universalis 4. Wie gesagt, da werde ich dann demnächst wieder ein bisschen dran arbeiten. Also immer mal einen Blick da reinwerfen. Da stehen immer Informationen, auch kleinere Infos, wenn sich dafür kein Infovideo lohnt. Und genau, so viel also erstmal dazu. Und dann gibt es noch eine weitere große Neuigkeit zu vollenden. Und zwar habe ich jetzt mal ein wenig weiter ausgerüstet, was die Aufnahme angeht. Und zwar wird jetzt aufgenommen bereits dieses Video mit einem Standmikrofon, und zwar dem T-Bone SC440, mit dem bereits Zuckerrohr sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei mir läuft. Ich hoffe, dass die Einrichtung schon soweit gepasst hat und dass sich das dann alles doch jetzt deutlich besser anhört als zuvor mit dem Headset-Mikrofon. Ja, könnt ihr natürlich auch gerne eine Bewertung dazu abgeben über die Kommentare. Wie hört sich die Tonqualität jetzt inzwischen an? Und ja, genau. So viel also zu meiner Neujahrsansprache, sage ich jetzt mal, zu den aktuellen Entwicklungen und Plänen. Ja, ihr merkt, wir haben wieder eine ganze Menge vor und das eben genannte ist ja nicht alles. Ich habe hier schon ganz andere Projekte auch noch im Auge. Da wären zum Beispiel Far Cry 2 und Far Cry 4. Far Cry 4 konnte ich jetzt auch erste Blicke reinwerfen, jetzt in der Silvesternacht. Und doch, das sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Grundsätzlich werde ich natürlich noch Möglichkeit vermeiden, mich über dieses Spiel zu informieren, da ich ja möglichst die Projekte blind spielen will, weil das einfach, finde ich, die beste Qualität hat. Weil dann kennt man noch nichts, dann ist das, ja, dann hat man selber diese Spannung. Und das gefällt mir persönlich am besten. Und ja, deswegen, aber so ein paar, zwei, drei Einblicke habe ich trotzdem schon gewonnen jetzt einfach mal. Und ich muss sagen, doch, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Also auch das wird euch dieses Jahr noch erwarten, hoffe ich zumindest. Oftmals werden die Projekte ja länger, als man das erwartet. Kann auch ganz schnell mal 2016 sein bei sowas. Also, naja, wir werden es erleben. Gut. Jo. Dann war's das auch schon wieder. Und genau, wie gesagt, zur Spielauswahl. Ihr habt's mit in der Hand, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Beziehungsweise was ihr zuerst sehen wollt. Ich denke, die Reihenfolge wird ungefähr dieselbe sein. Also wenn ihr jetzt sagt, ich soll zuerst Alien spielen, dann kommt danach Crysis 3. Und wenn ihr sagt, ich soll zuerst Crysis 3 spielen, dann kommt halt danach Alien. Es geht jetzt halt nur um das. Worauf habt ihr jetzt aktuell mehr Bock? Habt ihr genug von Crysis? Wollt ihr mal was anderes sehen? Ja, sowas in der Richtung.
Und da habt ihr dann wie immer und wie bei allem anderen auch das Mitspracherecht. Ach ja, eine Sache hätte ich jetzt beinahe noch vergessen, und zwar gab es noch einen Abonnentenwunsch von Bärenbande, und zwar ein Let's Play to Warface. Das werde ich mir auch mal angucken noch, bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Weiß ich noch nicht, was das gibt. Auf den ersten Blick sah das für mich aus, so die Screenshots und so weiter, die Beschreibung, die ich gesehen habe, sowas in der Richtung wie Battlefield, also kein storybasiertes Spiel, sondern einfach, wo man im Server beitritt, spielt und es gilt und fertig ist der Lack. Sollte sich das bewahrheiten, dann wird Warface als Zwischenprojekt kommen, also sporadisch hier und da mal eine Folge, nicht als festes Projekt. Das heißt, es würde die aktuellen Planungen nicht beeinflussen. Sollte es allerdings eine Story-Kampagne geben in dem Spiel, wie gesagt, da muss ich dann nochmal gucken, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, dann werde ich das womöglich noch einschieben nach Crysis 2 oder Crysis 3. Also in dem Fall würde ich wahrscheinlich Crysis 3 als erstes machen, weil das zuerst gewünscht wurde. Dann Warface. Und dann erst Alien Isolation. Also auch da, wie gesagt, beeinflusst natürlich der Abonnentenwunsch meine persönliche Planung. In dem Fall würde ich also auf jeden Fall eine feste Reihenfolge machen. Das nur mal vorneweg. Eure Meinung abgeben könnt ihr natürlich trotzdem, weil wie gesagt, sollte Warface ein Spiel wie Battlefield sein, dann wird es so sein, wie ich gesagt habe, entweder zuerst Alien oder erst Crysis 3. Aber ja, genau. Im Fall einer Story Warface wird es eine feste Reihenfolge geben. Crysis 3, Warface und dann erst Alien Isolation. Gut. So viel also dazu. Das war's dann von meiner Seite für dieses Infovideo. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, noch einmal ein frohes neues Jahr 2015. Und denkt dran, unterstützt mich mit euren Kommentaren, bewertet meine Videos, gebt, wenn sie euch gefallen haben, einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich immer sehr über ein Abo. Hat auch für euch Vorteile, dann seid ihr immer am Laufenden, was aktuelle Projekte angeht, und seid von Anfang an dabei. In diesem Sinne, macht's gut, bis zu einem der nächsten Videos und ciao.